Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Jetzt kommt mein absoluter Favorit, das beste Buch, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Es ist mein Lieblingsbuch, es ist ungewöhnlich. Ich finde es großartig. Es heißt Winter People, ist von Jennifer Mehane und gleich erzähle ich euch mehr. Winter People hat zwei Besonderheiten. Beide finde ich so exzellent ausgeführt, dass sie mich begeistert haben. Deswegen ist es auch mein absoluter Favorit im Moment. Winter People hat zwei Zeitebenen, etwa 100 Jahre zurückliegend und quasi heute. Beide werden so stilsicher miteinander verbunden. Es geht um einen Fluch, um ein Familiengeheimnis. Es gibt ein Touch Übersinnliches. Viele zucken jetzt zusammen und sagen, dann kann ich mir gleich einen Horrorroman kaufen, sage ich. Weg mit den Vorurteilen. Das ist ein Meisterwerk. Ich habe in diesem Jahr nichts Besseres gelesen. Es ist ein ganz bewegender Schicksalsroman, ein Familienroman. Es geht um eine Frau, die ihre Tochter verloren hat, tödlich verunglückt. Und die geht einen Pakt ein, um ihre Tochter noch einmal eine Woche sehen zu dürfen. Wie ihr daran erkennt, hat es eine mystische Ebene. Ich würde sogar sagen, es ist ein Schauerroman in der Tradition von Wilkie Collins, wer ihn noch kennt. Und das ist einfach was ganz Besonderes sowieso und was ganz Besonderes für das Genre Kriminalroman, weil diese Genregrenzen übergreifende, überspringenden Romane sind an einer kleinen Pfote abzuzählen. Da ich eigentlich prinzipiell nie 10 von 10 Patronen vergebe, es gibt nur eine einzige Ausnahme, gebe ich Winter People 9 Patronen, weil an diesem Buch alles stimmt. Es hat einen guten Klappentext, das mögen manche Leute für nicht wichtig halten, ich finde ihn aber gut, ich finde ihn ehrlich. Es ist eine tolle Übersetzung, es ist ein ganz bewegender Roman, wo man ganz viel als Leser, Leserin entdecken kann. Ich hoffe, dass dieser Roman wirklich ganz viele Leute erreicht und wie gesagt, es ist für mich schlicht und einfach der beste Roman. Teilweise auch der ergreifendste Roman, den ich dieses Jahr gelesen habe. Und das ist, dafür lese ich Bücher. Wie ihr hoffentlich gemerkt habt, war das mein absolutes Lieblingsbuch und mein absoluter Lieblingstipp für euch. Und schlicht und einfach, bis nächste Woche.